So, und geht's weiter mit einer neuen Runde Office Live. Das Video kommt vermutlich heute extrem spät, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt heute noch uploaden kann. Wir sind hier gerade, wie ihr schon seht, bei den Lavölfen. Und zwar dachte ich mir zumindest mal, es gibt aktuell keine Party, es läuft im Lord Event. 50% XP und ich kann nicht leveln, weil es hier, wie gesagt, einfach keine Partys gibt. Und meine einzige Idee war aktuell, wie mir ganz am Anfang schon mal jemand empfohlen hat, oder zumindest nicht empfohlen hat, sondern mal irgendwie, sag ich jetzt mal, gesagt hat, ich glaube, es war Dino oder so, dass es hier ja irgendwie ein Ding gibt, so ein NPC namens, wie heißt hier, Reonan, keine Ahnung, wo es irgendwie ganz lustige Quests gibt und so weiter. Und genau, auf alle Fälle, am Anfang dachte ich mir, so, das macht eigentlich kaum Sinn. Und jetzt denke ich mir gerade mal so, wenn ich mal schaue, was die Questreihe alles hergibt an Items und Geld und XP und so, dass die Questreihe eigentlich echt schon Sinn macht und eigentlich echt ganz lustig ist. Und eigentlich auch nicht so lange dauert, vor allem jetzt nicht mit unserem Level. Und, oh mein Gott, jetzt müssen wir noch Flares teleportieren, sonst kommen wir wieder direkt in die City rein. Das wollen wir nicht. Wie gesagt, das ist auf alle Fälle echt eine lustige Quest. Und okay, jetzt natürlich, die ersten Level sind natürlich langweilig, oder das heißt nicht langweilig, aber nicht sehr ertragreich, wenn wir das Ganze natürlich schon viel, viel früher hätten machen sollen, was wir natürlich nicht gemacht haben. Und, naja, okay. Ist es zumindest nicht so ganz perfekt, das Timing, oder generell nicht so ganz perfekt gelöst, wie wir es gemacht haben, aber ich denke mal, die ganze Quest geht echt ziemlich schnell und sind wir schon mit der ersten fertig. Dann geht's weiter mit Chana, wie man auch immer dieses Ding ausspricht. Und Level 16, 17, 17, 18. Ja, es wird vermutlich ein bisschen dauern. Es sind ungefähr 10, 15 Quests, die wir machen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze einfach offscreen machen soll oder einfach aufnehmen soll. Weil das Ding ist im Prinzip, ich habe hier aktuell noch naja, sagen wir mal, eine ganz lustige Story gerade zu erzählen. Und ob jetzt im Hintergrund hier nebenbei ein Ding läuft, wie ich Quests mache oder wenn ich oder ob ich level. Ganz im Ernst, im Prinzip macht es eigentlich nicht wirklich einen großen Unterschied. Und deswegen dachte ich mir zumindest, naja, mach es einfach mal so ganz normal. Jetzt interpretiere ich mich doch mal. Ja. GG. Mach ich es einfach mal nebenbei. Ach nee, ich bin richtig, ich bin richtig, ich bin richtig. Wenn ich auch ein bisschen erzähle und so, auch wenn, wie gesagt, ich weiß, dass hier nicht unendlich viel bringt. Um es nicht zu sagen, es bringt aktuell noch gar nichts. Können wir trotzdem hier einfach mal die Quest machen nebenbei. Und wie gesagt, eine Party gibt es auch nicht. Hier läuft ein Lord-Event. Offline gehen im Lord-Event will ich nicht. Irgendwie hier warten, bis irgendeine Party da ist. Das ist irgendwie auch scheiße. Das ist halt, wie gesagt, das Problem, Offi. Eine eigene Party kann ich mir natürlich jetzt noch lange nicht leisten. Geschweige denn leveln oder sonst was. Lohnt sich auch gar nicht für irgendwie eine 15-Minuten-Folge. Und von dem her mache ich einfach das Beste draus. Wie gesagt, ist halt das Problem, Offi. Aber kann ich leider nicht ändern. Kann ich nicht lösen, das Problem. Und von dem her muss ich sagen, ja, traurig oder schade, aber man hat das Beste draus und von dem her, ja, genau. So, jetzt kommt mal diese etwas dumme Story, beziehungsweise etwas, ich meine, sie war, es war unnötig, es war einfach dumm, es war dumm und es war einfach blöd, irgendwie, es war, ich weiß es nicht. Second Class, First Class, und wir wollen hier die Second Class, war das die blauen? Ne, die normalen Pfeffern. Genau, was die Captain Pfeffern. Hier ist ein Love Thief. Der hat meine Liebe geklaut. Schnell wieder killen. Ist aber mal einfach folgende Situation. Ich war halt eigentlich bei so einem Ding, ich habe dann, das war zumindest so geplant, auf alle Fälle bei einer Studie war mitgemacht. Und da war es eben dann Teil, dass ich eben dann irgendwie noch zum Blutabnehmen gehe und das Ding war, weil ich dann generell noch irgendwie Blut abnehmen musste, wegen, also bei dem letzten die Wetter dann nicht ganz gepasst haben, keine Ahnung, ganz egal, war halt das Ganze ein bisschen mehr und so weiter und genau, lange Rede kurz, das Ganze lief dann ein bisschen, ich sag jetzt mal nicht unbedingt unkoordiniert ab, aber halt nicht so ganz perfekt. Am Ende waren es dann generell ein paar mehr von diesen Röhrchen, als eben das Ganze normal ist oder normal sein sollte. Und genau, da habe ich die auch noch so gefragt,
ob ich generell auch schon teilweise mal irgendwie komisch werde und so. Und habe ich gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, eigentlich nie. Das hatte ich noch nie. Und ja, irgendwann, wie ich damit geredet habe, es hat eine relativ lange Zeit gedauert, also das heißt lange, nicht unbedingt lange, ein paar Minuten, das Ganze. Und dann irgendwie so, bei den letzten Dingen habe ich dann schon gemerkt, okay, ich werde eben langsam richtig Brain AFK und so. Keine Ahnung warum, aber keine Ahnung, einfach mal anstrengen und keine Ahnung, irgendwie versuchen noch irgendwie mit der zu reden oder irgendwie Fragen zu beantworten, was auch immer. Und ja, aus dem Brain AFK wird dann, ja, ich sage jetzt mal einfach ohnmächtig werden und ungefähr, keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, paar Sek ich kann nur schätzen, ich denke mal ein paar Sekunden später bin ich dann so halb in den Armen von der Ärztin aufgewacht. Lol, der Lag. und das war dann super strange. Es war wirklich super strange, weil es irgendwie sich so komisch angefühlt hat. Vor allem, ich dachte mir am Anfang so, also ich habe eigentlich dann irgendwie so angefangen, irgendwas zu träumen. Und bei Major auf Laris, wo ist denn der hier? Hier ist er. Und auf einmal werde ich von irgendwen und irgendwas angefasst und ich dachte mir so, what the fuck geht jetzt ab und so. Bis mir dann diejenige, also die Ärztin, gesagt hat, dass ich hier gerade irgendwie kurz umgekippt bin und so weiter. Und ich dachte mir so einfach, what the fuck, so von was redet ihr und so. Und es hat dann irgendwie erstmal, oh lol, ein Preset plus 3. Lol, nice. Ach so, naja gut, nicht so nice eigentlich. Das Set plus 3. Naja, okay. Das andere ist zumindest erweckt, zwar nicht gut, aber so ein bisschen zumindest. Naja, auf alle Fälle war es irgendwie richtig strange irgendwie, weil das Ganze war irgendwie, ich habe es nicht erwartet und irgendwie, es war einfach eine komische Situation einfach. Es war einfach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich kann es nicht wirklich beschreiben, was das war. Es war einfach komisch und es war unexpected und. Oh Gott, Musik her, what the fuck. Ist das hier Musik? Nee, kann man es nicht mit Musik anlassen. Facebook wird direkt mal geschlossen. Da war zwar gerade noch ein Beitrag, den ich noch lesen wollte. Mist. Ja, genau. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, war das Ganze irgendwie dann relativ chaotisch und ich habe meine Wasch vergessen. Fuck. Und irgendwie generell ein bisschen komischer Tag dann und ja, ich war den restlichen Tag unterwegs, deswegen komme ich ja auch erst zu spät nach Hause und ich wollte eigentlich gestern Abend aufnehmen, war allerdings schon zu müde und habe es irgendwie vergessen und dachte mir dann so, okay, nehme ich einfach heute früh auf und heute ging irgendwie genauso wenig, also weil ich halt unterwegs war. Und ja, genau, deswegen kommt das Video vermutlich um 8:30. Ich kann das Video, glaube ich, nicht mal so schnell uploaden und nicht mal so viel schnell rendern und uploaden, damit das hier nach zu einer menschlichen Zeit irgendwie hochkommt. Also das Ding ist kaum machbar. Also ich vermute eher mal, dass es erst morgen kommt, also Freitag online kommt. Was so super schade ist, weil ich ja, wie gesagt, versuche ja am Tag 1 bis 2 Videos zu uploaden und die ganzen videofreien Tage eigentlich so gut wie es geht irgendwie eliminieren will. Aber ja, das funktioniert irgendwie absolut gar nicht. Also nicht absolut gar nicht, aber es funktioniert nur, naja, bisschen schleppend, sagen wir so. So, noch ein Nyung-Nyang. Ich kann mir vorstellen, dass die Quest ja echt richtig viel bringt und richtig cool ist, wenn man sie auf dem richtigen Level macht. Und, ja. Anliegen von, wo muss ich hin? Zu ihm zurückzukehren. Okay, warte mal, stopp. Dann gehen wir bis zum Townbriefing hin. So, dann gibt es Bedrohung, genau, das ist die Quest-Bedrohung. Gibt 30% auf Level 16. Das ist zwar vermutlich fast gar nichts auf Level 48 und so, aber jetzt. Naja, das später bringt schon um einiges mehr. Dann sind die Quests teilweise auf Level 30, 40, 50 und so weiter. Da gibt es irgendwie so ein Talion-Set hier, also so ein Talion-Set, Talion-Set, wie auch immer. Und ja. So, was gibt's noch? Banks killen. Ich könnte mal kurz einen kleinen Sand Money machen. Vermute zumindest mal, dass das Ganze dann schneller geht. Level 16, Bedrohung 2. Spricht neu mit dem Bürgermeister von Flatus. Kehrt zu dem zurück, okay.
Müssen wir trotzdem wieder nach Flaris zurück teleportieren, aber. Na, okay. Und dann erst kommt die. Ah ne, erst dann kommt erst Teil von Flaris. Dann müssen wir wieder zum Bürgermeister. Was müssen wir machen? Hä? Achso, dann müssen wir zum Breonan, mit dem reden. What the fuck? Okay, es gibt irgendwie 100 Carpenia. Irgendwie mit den Leuten reden, gibt irgendwie saubel Penia, keine Ahnung warum, aber na gut, okay. Und genau, dann geht's ab nach St. Morning. Dann sind wir hier wieder back in business. Es gibt dann als Belohnung 100 Carpenia, der nächste Quest gibt 100 Carpenia. Also insgesamt 300 Carpenia mit 3 Quests. Was ziemlich nice ist. Und die XP sind ebenfalls relativ, ja okay, nicht unbedingt relativ nice, aber das sind langsam brauchbar. Also man langsam echt nützlich. Dann hier bei mutierte Pflanzen und so, 35% auf Level 17, das sollten wir eventuell auch spinnen. Und hier Boss Bang, hier sind normale Bangs. Und es gibt hier einfach keine Party, das ist echt so traurig irgendwie. Super nervig. Ich meine, ich warte hier seit einer halben Stunde auf irgendeine Party. Wir sind ja im fucking Offi, ich bin auf Channel 1. Es wird doch hier möglich sein, dass man im Offi auf dem ersten Channel hier irgendeine Party findet, nach einer halben Stunde. Ich meine, hier im Lord-Event und so, klar, es brauchen viele eine Party, aber im gleichen Zug immer natürlich haufenweise Leute eine Party. Also deswegen, ich kann es nicht verstehen, warum es hier keine Partys gibt. Und wenn man dann irgendwie da die Leute anschreibt, dann sind sie ja eh schon voll und so und keine Ahnung, einfach dann ein ziemlich großer Abfuck irgendwie das Ganze und ich meine, ist halt irgendwie echt nervig, aber naja. So, jetzt gibt's 30% auf Level 16. Das ist ziemlich nice. Ich hoffe dann mal, dass wir mit dem Townblick schneller vorankommen. Können wir mehr Blinkings kaufen. Ja, schon schließen. Holy shit. Die ganzen Fenster, die immer aufploppen dann, wenn wir irgendwas kaufen, so, das ist nervig und ja, nicht nur nervig, sondern vor allem auch ADV. Was? ADV LV Füller, Sami. Heißt das, der sucht einen Füller oder braucht einen Füller? Oder ist ein Füller? Ja, auch noch verschreiben, Buggy. Okay, so. Mage auf Florin. So. Mal schauen, ob er gleich zurückschreibt, er sucht selbst eine Party, oder aber zum Beispiel schreibt, er hat eine Party, oder wird es eine Änderung schickt. Nächste Quest haben wir aktuell. Hä? Keine Quest? Hier ist eine Quest. So, jetzt muss man zu diesen Rionern. Es geht im Prinzip echt wirklich schnell, also. Es geht echt super schnell. Wie viele Quests haben wir schon gemacht? Helfen Fly ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quests haben wir jetzt gemacht in 13 Minuten. Also es geht echt extrem schnell. Und ich glaube, das ist echt eine Quest, die man vielleicht sogar wirklich direkt von Anfang an machen könnte. Hier, nice, 100 KP erstmal bekommen. Es lohnt sich, glaube ich, sogar vom geldlichen Aspekt hier. Ja, dann müssen wir kurz nach St. Morning, dann kommt das Quest Nummer 8 schon. Dann müssen wir für Need P-Level, Party-Level. Er braucht Party-Level, okay. Ja, also wie gesagt, das ist irgendwie super nervig, aber naja. So, ich kenne den NPC jetzt gerade nicht mal. Keine Ahnung, wo der steht, wahrscheinlich. Ach doch, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Ist das hier nicht hier irgendwo dann so? Dieser komische NPC. Ah, okay. Ich dachte mir, der hat keine Funktion. Krass, nach 8 Jahren vielleicht, wir haben immer noch hier ein paar Dinge dazu. Das ist witzig. So, noch 100 Carpenia. Die Quest können wir ebenfalls mal abgeben. Nice, wie viel waren das? 20% oder so? Major of Sand City. Ach, genau, hier müssen wir hin. Noch 100 Carpenia. Wie viel die Quest sind wir jetzt? 19? Keine Ahnung. So. Small Wax, Waxag, Waxag, keine Ahnung. Jetzt geht's schnell im Ringmaster hier teleportieren. Oder Blinkwingen. Hier teleportieren klingt irgendwie so übertrieben, extrem krass und so.
Aber eigentlich ist es ja gar nicht mal so krass, weil es einfach nur ein Blinkwing ist. Nehme ich eine Flash teleportieren, ich will einen Town Blinkwing. Die aktuelle Quest, die wir machen, die ist dann schon. Hat man jetzt ein Flares-Problem in Flares? Reden mit dem Bürgermeister, suche nach Mia. Nein, warte mal. So, Waggy. So, ich komme gar nicht mehr ganz mit, wo ich hier gerade bin. Mutierte Pflanzen, genau, oder? Complete Cabbage Patch, alles klar. 35% auf Level 17. Hä, nee, warte mal, was? Hä? Wo sind wir jetzt hier? Ach, hier, veränderte Pflanzen. Doch, ebenfalls immer 35% auf Level 17, okay. Und danach wird's dann, okay, es wird nicht wirklich besser, aber es wird dann tendenziell, es geht dann schon ziemlich schnell mit ganzen Dingen. Also die XP steigen dann wirklich ziemlich gut und ziemlich schnell. Und wie gesagt, ob wir da Glück haben mit dem ganzen, generell wie die Quests hier dann so ablaufen später, da können wir ein bisschen nach oben scrollen. Hier Level 19, starke Monster, genau, das sind so die Quests, die man braucht, um die anderen Quests zu machen. Ja, Prolog, keine Ahnung, scheint sich nicht zu lohnen. Und nächste Quest geht dann erst wieder weiter auf Level 30 sogar. Also das heißt, man hat so ein paar Quests und dann finden die nächsten Quests erst Level 30 dann quasi. Für uns heißt es auf alle Fälle um einiges mehr XP. Oder sind die Belohnungen? Einmal Elemental Card Box. Jeweils 10 Karten von jedem Element zählen gebunden. 25% auf Level 30, okay. Irgendeine Rückkehr. Hier nochmal was, 2 Millionen Penia. Holy shit. Das ist richtig gut. 2 Millionen Penia. Neu. 25% Level 30. Und grünes Set Level 30. Plus 3 für die eigene Jobklasse und das eigene Geschlecht. Lol, das wusste ich gar nicht. Ich dachte mir, das ist ein. Oha, ich dachte mir, das ist einfach immer das gleiche Set. So ähnlich halt wie bei dem Sword of Bo. Nee, nicht Sword of Boku. Sword of Silk. Nee, doch, Sword of Boku hieß es. Okay, das ist eigentlich relativ cool sogar. So, scrollen. Und ich merke, wir sind schon bei Level, bei Minute 17 angelangt. Kurze Quests hier abgeben. Wie gesagt, die XP sind nicht so übertrieben krass. Jetzt können wir bei der Mia-Quest, genau. Das ist die vorletzte Quest sogar schon. Dann kommt noch die andere Zwischenquest auf Level 30 und dann gibt's quasi schon die vierte Quest dann. Die nächste in 4 Quests dann quasi. Wo wir dann eben das Talion-Set plus 3 kriegen. Ich denke mal, es lohnt sich irgendwie echt, das ist ganz cool. Und ich würde sagen, ich beende meine Folge. Ich bin super fertig und super müde und alles und gehe dann ziemlich bald ins Bett, weil ich einfach komplett fertig bin. Morgen muss ich dann nochmal, habe ich um 11 einen Termin, also um 10 losfahren. Und am Abend habe ich dann noch geplant, irgendwie beim Nachtskilauf mitzumachen und so. Also mitmachen, das ist ein bisschen die falsche Formulierung, aber ja, ich glaube, ich nehme zur Zeit echt viel zu viel vor. Ich mache irgendwie, ich meine, klar, mehr außerhalb der virtuellen Welt zu machen, ist bestimmt relativ cool oder relativ gut auch, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich übertreibe zur Zeit ein bisschen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, ich beende meine Folge. Die Quests machen mir gerade extrem viel Spaß, irgendwie, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so viel Spaß habt beim Zuschauen. Ich habe auf alle Fälle beim Questing gerade echt Spaß, weil es wirklich mal eine coole Abwechslung ist. Und ich die Quests wirklich noch nie gemacht habe, was echt strange ist. Hier ist der nächste Quest im PC, wurde mir schon gelesen. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht eher langweilig findet oder interessant, je nachdem, keine Ahnung. Und ja, damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFlyP.